und dann geht es auch schon los. Und ein Video fängt, das Video fängt tatsächlich an mit den Worten, wie lang geht es jetzt mal los? Ist das zu fassen? Dann müssen wir jetzt den Moment mal gucken, wie ich gerade stehe. Ach, du hast schon angefangen. Ja. Oh, aber ich sag kein Wort dazu. Ist das nicht nett? Das ist die Nuggetbrücke. Ja, okay, das ist doch ganz toll. Das ist die Nuggetbrücke. Wenn man alle fünf besiegt, kriegt man einen wundervollen Preis, wie der Typ gerade gesagt hat. Ach so, da bist du schon. Ja. So flink rasant kann ich dieses Spiel spielen. Alte Pokémon-Skills. So. Ich gar nicht. Ja. Schön Attacken. Nur Heuler ist scheiße. Heuler ist wirklich scheiße. So, aber der ist irgendwie, irgendwie ist der, keine Ahnung, der geht immer so schnell drauf, der arme Pikachu. Pikachu, wie kannst du nur? Oh. Okay, mal sagen. Wissen eigentlich deine Zuschauer dann, wer ich bin? Das steht in der Beschreibung, ist gar kein Problem. Nein, nein, das ist ein ganz, ganz feiner Kerl. LP Error? Ja, so spricht man das aus, ne? Ja, deutsche Sprache. Ich bin nicht der Englisch. Okay, LP Error. Ein ganz toller Gameplayer. So, oder? Ja, ich war mal Let's Player, nur ich hab gefailt. Ja. Der Computer hatte einen stärkeren Willen als er selber. Und dadurch muss man halt auf Alternativen umsteigen. Aber ja, falls irgendwann ICQ dann hier hat, irgendwie so ein Düm, dann kann es sein, dass mein PC abgestürzt ist. Oh, wie gemein. Ja, und dafür muss man halt. Oh, cool, ich hab direkt einen Volltreffer gelandet und der ist paralysiert. So viel Glück muss man erst haben. So. Ich brauche ja gar nicht meine ganzen Bilder, die ich jetzt hier von meinem Internet gemacht habe, um was Kluges zu reden. Oh, ja, was hast du denn erwartet jetzt? Pokémon halt. Ich hab jetzt gedacht, ich mach das wie bei Sarah. Sarah? Wer ist Sarah? Some Epic Failure. Some Epic Failure? Kenn ich nicht. Irgendwie sowas, ich kann nicht Englisch. Ah. Kenn ich nicht, ne. Sorry. Aber wenn wir jetzt dann. Bei der habe ich mal mitgequasselt und. Ich hab. Den. Was? Bei ihr habe ich mal mitgequasselt und ich habe nichts gesehen. Ach so. Ach, da muss man ja anhalten seines fotografischen Gedächtnisses dann was sagen oder wie? Was hat den gespielt? Bei mir ging es aber eigentlich ganz einfach. Sie hat mein Heckler LP. Ach so, ja, toll. Ja, dann. Dann war das ja. Aber das ist das. Achso, du hast schon Hack fertig. Ich dachte, das wäre jetzt dein erster großer Hack. Das war gerade. Fail-Hack einfach so. Ah. Einfach so mal so zwischendurch gemixt. Achso. Und jetzt ist gerade was ganz schön Großes da, was sich gerade zusammenbaut, habe ich mitbekommen. Ja, ich glaube. Mann, ich kann mir die Levelanzahl nicht merken. Ich glaube, das waren 46, habe ich da gesagt. 46. Overworld habe ich schon fertig und jetzt bin ich eigentlich nur an X-Graphics machen. Also eigene Grafiken zeichnen. Ja, das ist natürlich so geil. Eigene Grafiken unterhalten mich natürlich immer sehr. Ich nur noch einen Pixel bei der einen verändert, sonst ist es richtig gut. Mhm. Kannst du auch mal auf meiner Homepage gucken, da habe ich sie ja jetzt hochgestellt. Ach so. Ach ja, da hast du auch die ganzen Layouts, genau. Habe ich schon zwei Overworlds, die ich so gemacht habe. Ja. Ich hab da zu viel Scheiß. Ja. Kann ich nicht beurteilen. Danke sehr. Nö. Was mache ich denn hier? Das Pokémon-Spiel ist jetzt ja irgendwie gerade nur ins Hintergrund, in den Hintergrund geraten. So wie es sich auch gehört. Oh Gott, ein Pflanzen. Wer? Pikachu! Ah. Das ist cool. Mein Lieblings-Pokémon ist, oh Gott. Keine Ahnung. Jetzt habe ich schon ein Lieblings-Pokémon. Außerdem, ich kenne mich eigentlich nur mit den zuerst Pokémon aus. Das sind aber auch die besten.
Finde ich jetzt. Kennst du schon welche aus den neuen Editionen? Black and White? Nee, keine. Aber ich werde das auch gar nicht erst spielen. Ich finde das sehr uninteressant. Ich spiele ja manchmal so Pokémon Online. Ah, sowas gibt es? Da kann man so Kämpfe machen, einfach nur, ohne so in der Welt rumzuwuschen. Ah, ich habe da mal davon gehört, das heißt, wie heißt das? Shroudy Battle oder sowas, ne? Pokémon Online heißt das einfach. Echt? Okay, dann ist nicht das, was ich gedacht habe, was es sein könnte. Was ich Fett genannt. Ja, weil ich cool sein wollte. Warum hast du dich nicht an. Oh, warum nimmt der einen Standardnamen? Weil ich ausgefallen und cool sein wollte. Schade, dass man jetzt den Chat nicht sieht, sonst würde ich da jetzt reinschreiben, so Sternchen, Kopf auf den Tisch, schau Sternchen. Ja, aber wenn man es in echt macht, ist es auch gar nicht so cool, wie wenn man schreibt, ne? Oh Gott, ein Bodenpuppen. Hast du gehört? Ein bisschen, ja. Ich hoffe, dass es jetzt nicht durch den Ingame-Sound abhanden gekommen. Das wäre echt schön, solche Momente festzuhalten. Sag bloß, du hast auch bei deinem Hack, bei Sarah, oder wie die hieß, ja, auch noch deinen Kopf auf den Tisch gehauen. Ich hoffe nicht. Weiß nicht. Ich glaube, die hat das auch schon längst wieder gelöscht, weil das war ein Scheiße. Echt? Oh. Wo so mein einen Level-Hack mal hochgeladen hat. Ja. Oh Gott, ich gehe da nicht drauf. Der war aber auch nur, um sie mal ein bisschen zu ärgern. Oh. Was war es denn für eine Art von Hack? Ein, den man am besten spielt, wenn man besoffen ist. Ah. Ja, und beliebigen Sachen und allem möglichen. Oh, nö, das ist gemein. Also Augenkrebsartig. Das ist wirklich gemein. Ja, da muss man schon high sein für. Und ich glaube nicht gerade, dass sie zufällig betrunken war in dem Moment. Nicht wirklich. Ah, schade drum. So, oh, süßen Smetto. Ja. Zwei Bier. Ganz süß. Für den Anfang ist das ein echt starkes Pokémon, also. Ey, sogar weiblich. Echt? Oh, hab ich gar nicht gemerkt. Ha, ist es weiblich. Wie süß. Ach, das kann man sich ganz einfach merken. Weiblich? Wie jetzt? Was kann man nicht merken? Was, wenn man männlich und weiblich unterscheidet? Bei männlich ist das ja so ein Kreis mit einem Pfeil. Ja. Weißt du, wofür der Pfeil stehen kann? Für den Pullermann. Okay, stehen ist schon das richtige Wort. Ah, okay. Ich hab's mir eigentlich immer gemerkt, weil das eine pink ist und das andere Dings, aber gut. So kann man es natürlich auch machen. Und bei dem Weiblichzeichen ist da ja so ein Strich durch. Ja. Abgeschnitten. Abgeschnitten. Ich hoffe, die hat man nicht wirklich vorher abgeschnitten. Dann reingebohrt, ne? Ja, man weiß es nicht. Oh Mann, hätte er nicht noch länger bleiben können? Ich wollte mir gerade dein Team angucken. Oh, ja, das habe ich ja gar nicht gezeigt, ne? Nee, dann mache ich das jetzt mal. Oh, warte, der macht nicht mit einem Kampf. Echt nicht? Ne, dann nicht. Guck mal, was ich für fette Attacke kann. Falcon Punch. Wow, ein Schlag tot. Ist das cool? Oha, wir nehmen schon ungefähr 10 Minuten auf. Echt? Schnell das geht. Oh, ja, das geht wirklich schnell. Moment. Also hier habe ich mein wundervolles Team. Pikachu ist leider verstorben. So, soll ich einen weitergehen oder so? Typische Retro-Musik. Ja. So, dann habe ich dieses tolle Smetbo. Es kann eine Psycho-Attacke, das macht mich so stolz. Denn hier Mankey ist auch schon gesehen. Oh, Raub, ja, das ist ja richtig. Ja, Glutexo, auch ein toller, bis auf die Heuler-Attacke natürlich, für die schäme ich mich. Und dann habe ich noch die beiden hier noch zufällig im Team, halt, den kämpfe ich nicht. Ich habe noch ein paar auf der Bank, aber alles nur zum Fangzwecken. Zum Fangzwecken, oh nö. Ja. Scheiße, jetzt fällt mir wieder so ein scheiß behindertes Comic ein. Echt? Red darüber. Komm, das muss ja immer ein bisschen interessanter werden als bei Sarah. Die hieß Sarah, ja? Hast du gesagt? Schick ihr mal das Video an. Sie kann sie sehen, wie so ein Gespräch auch ablaufen kann. Ach. Nein. Vollkommen tete. Okay. Jetzt kommt was ganz Kreatives. Nach drei Trainern kommt tatsächlich ein vierter Trainer. Wie cool. Da. Eins frage ich mich bei der Edition. Ja. Da auch der Mew-Glitch funktioniert.
Ach so, nein, soweit ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es auch mal ausprobiert. Aber nein, es ist leider rausgenommen worden. Dabei war der Mew-Glitch. Ich hätte Mewtwo gerne mal in der Edition gesehen. Ja. Ja, das ist aber eine Sauerei von Nintendo. Die programmieren das in jedes Spiel ein, aber man kann es so gut wie nirgends bekommen. Voll assig. Ich habe noch nie das irgendwo bekommen. Ich schon bei Rot oder Blau oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich wusste nur den Glitch mit dem XY-Monster da. Ah ja, klar. Gibt's ja. Womit man Meisterbälle so viele wie möglich haben kann. Oh, wie gemein. Oh, so viele wie unmöglich, eher gesagt. Stimmt. War doch keine Zahl mehr. Ja. Ja. Das ist genauso wie wenn man bei einem SMB-Hack zu große Zeit einstellt. Dann steht da auch dann. F9, genau. 8, irgendwas. Habe ich auch schon mal gesehen, so. So was. Habe ich erst heute gesehen bei DK. Ja, ich auch. Ah, war es heute? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß, als ich das gesehen habe bei ihm. In einem... Das war mein Fall, scheiße. Let's play your level. Ja, die sind aber auch wirklich alle scheiße, ne? Nee. Ah ja, manche, die können es halt nicht besser, weil sie sich noch nicht so auskennen. Ja, gut. Schon, aber ich meine... Ich habe mir das jetzt so über ein halbes Jahr angelernt. Halbes Jahr bis Jahr. Ja, dann ist das ja auch wieder was... vollkommen besseres sein. Und ich kann noch nicht mal sehr viel. Ich kann zum Beispiel keine Blöcke einfügen, ich kann kein ASM. ASM ist cool. Oh ja. Ja, aber das ist aber auch hochkompliziert, bestimmt da reinzumachen, oder? ASM-Hex? Ja, ich bin zu blöd dafür. Ja, kann schon gut. Auch. Yeah! Ne? Yeah, ja genau. Ich hatte letztens voll die coole Idee, was ein geiler ASM-Hex sein würde irgendwie. Fängt irgendwie so an, dass man nicht weit springen kann oder so. Spinjumps gehen irgendwie auch nicht und so. Das lernt man dann über das Spiel oder so. Dass das erstmal so disabled wird und dann alles... Ach, sowas ähnliches habe ich jetzt auch schon mal gespielt. Da hat man dann nach einer Zeit Walljump gelernt und sowas. Oh, das ist cool. Und du solltest mal Schluss machen, so langsam. Bei mir zeigt die Anrufleiste jetzt 14 Minuten. Ach so. Ja, dann so ein Gast pro... hier, wer ist das? Eine Episode mit Gast, ne? Ja, dann mache ich das dann auch wohl besser. Komm, wir machen 2 raus, okay? Okay. Mein PC hält es gerade noch aus. Ja. Dann soll es nicht halt nur 1,5 oder so. Ja, dann muss man das natürlich mal ausnutzen. Ich meine, wann kommt das nächste Mal wieder so eine coole Gelegenheit? 5 Jahren oder so? Gib ihr eine Woche. Eine Woche. Was ist Ende machen? Ach so, echt? Ja, dann verlängere ich jetzt einfach. Ach, der hat nur einen, mach das noch kurz. Ja, dann verlängere ich einfach. Jetzt können wir ja länger als 15 Minuten aufnehmen. Wollte ich eigentlich nicht, aber das habe ich jetzt total vergessen irgendwie. So ganz total vergessen, hab dich nur 20 Mal dran erinnert. Mhm. Aber ich bin sehr dickköpfig und vergesse sehr schnell. Ja, das stimmt. Oh, was mit einem Schlag? Ist das fies. Ha, das ist die Rache. Nee, warum machst du das, Mankey? Komm, Mankey gegen Mankey. Stimmt, hätte ich machen sollen, ne? Ah. Ist doch scheißegal. Ja, ich wollte das schnell machen wegen der Psycho-Attacke. Guck mal, hier ist ja schon fast tot. Wow, das ist respektabel. Ja, kann man so sagen. So, Konfusion, zack, und weg ist er. Okay, Ewald wurde besiegt. Das ist ein toller Name, Ewald, oder? So, okay, muss ich jetzt noch irgendwas sagen? Ja, nächste Episode geben wir zu diesem mysteriösen Mann. Ihr werdet noch nicht erfahren, was das ist. Und auch bei Wikipedia. Nein, du weißt das noch nicht und bei Wikipedia steht es auch nicht. speichern und sag tschüss. Tschüss, tschüss. So, wo ist der Aufnahmeknopf hier? Hier, da. Scheiße.